Weiter geht's bei FIFA 13. Ja, es wurde gewünscht, dass wir hier mal die individuellen Taktiken zeigen, die wir auch schon zu Beginn des Let's Plays natürlich erstellt haben. Natürlich zu Beginn des Let's Plays erstellt. Ja, wir spielen ein schnelles Spiel mit einem normalen Passspiel, beziehungsweise gemischt, also nicht lang und nicht kurz. Und beim Aufbauspiel hat die Positionstreue nicht ganz so hohen Stellenwert. Die Chancenerarbeitung, Pat. Ja, das Passspiel ist eher riskant. Die Flanken sind normal, Tendenz wenig und das Schussverhalten ist oft und auch da die freie Wahl bei der Positionstreue. Genau, in der Verteidigung setzen wir auf mittleren Druck, auf Pressing, auf normales Verschieben und die Verteidigungslinie darf abschirmen, Abseitsfalle funktioniert meistens eh nicht. So, da haben wir das auch erfüllt, wir guten Menschen. Ja, gerne schön. Ja. So. Wieder gemobbt hier. Nächste Partie. Gegen den HSV, was ich eingangs im letzten Part gesagt habe. Ja, das Schöne ist aber auch cool. Aber eingangs hat auch was. Zwei auch kein Lulatsch diesmal im Ladescreen hier. Nee, diesmal haben wir hier so mit den Dreadlocks. Ja. So, was machen wir mit der Mannschaft? Bisschen mischen, würde ich sagen. Nee, wir die sogar so. Aber ich muss gucken, wie es mit der Ding jetzt hier aussieht. Komm, wir nehmen uns mal raus. Du hast kein Pflaster. Ich habe kein Pflaster mehr. Das hast du ja jetzt. Habe ich auch weitergegeben. Hast du auch weitergegeben? Ja, gut. Zurück an den Mannschaftsarzt. Wir haben nur das eine. Ja, das muss man immer beachten. Du hast gar keinen, der alternativ auf deiner Position spielen kann. Der Cole, oder? Tatsache, der Cole natürlich, habe ich gesehen. Michael Cole? Michael Cole, genau. So, dann würde ich sagen. Wir ownen die, wa? Los geht's. Van der Vaart ist verletzt. Ja, ich denke. Ja, ich finde. Das ist nicht gut. Das ist sehr gut. Ja, die Mannschaft kennen wir ja so. Nur Möter und Cole ersetzen die mittlerweile wirklich außer Puste seienden Minky und Pat. Müssen wir so sagen. Komm, hier ein bisschen Tennis und so, ne? Ja. Was war das denn? Hast du schon klasse gemacht? Ja. Ach, ich bin das. Mhm. Warum bin ich das denn? Ja, guck mal, das habe ich auch gar nicht mal so schlecht gemacht. Da hätte man drankommen können. Ja. Finde ich. Ja, ich finde. So, Bundesliga steht wieder an. Das Alltagsgeschäft im Bienenstock von... Den Kaiser Chiefs. Den Kaiser Chiefs. So, dann schauen wir doch mal, was das Spiel gegen den HSV für uns bereithält. Da der BVB die Emma her, ne? Aus dem Bienenstock. Ja, genau. Und Wolfgang Stark spielt ja erstmal mit. Nein, das war kein Handspiel von mir! Das ist jetzt Schwachsinn. Ach, wir müssten natürlich dann auch... die individuelle Taktik wählen. Teampressing und individuell. Und offensiv. Jetzt können wir auch vernünftig reinspielen und es ist gefährlich. Aber Lindner pariert. Mache empfangen, Lindner. Ja, sagt ein Deutscher. Oh Gott! Das war ein bisschen knapp. So, aber wir haben natürlich auf schnelles Spiel gesetzt. Das sieht man jetzt auch anhand dieses Angriffs, wie schnell wir das Spiel für die überbrücken. Und wie schnell auch viele Spieler nachkommen. Mhm. Na, da wurde er gestört. Hätte aber schön werden können. Da ist er gestört, genau. Da ist er gestört, also... berühmten Profifüße. Die berühmt-berüchtigten, möchte ich fast sagen. Lehn dich jetzt nicht so weit aus dem Fenster. Ja. Ja, ich weiß, das ist jetzt echt übertrieben von mir, aber ja. Irgendwie muss man das ja mal sagen. Wir gewinnen zwar die Zweikämpfe hier, aber irgendwie kriegt ein Hamburgeraner den Ball immer. Mhm. Das ist doch cheating. Und jetzt hier wieder der Fehlpass, das war natürlich ein bisschen zu riskant, wahrscheinlich beim Spielerpass an sich. Hätte vielleicht lieber auf 72 statt 73 gestellt. Andrea Berg spielt auch mit. Zusammen mit Patrick Lindner wird es gleich wohl zu einem Duett kommen, habe ich gehört. Die waren noch an Heiligabend noch beim ARD zu sehen. Weiß ich nicht, habe ich nicht geguckt. Ich habe Heiligabend dann doch lieber Kevin allein zu Hause geguckt. Habe ich auch geguckt, ja. Aber immer noch ein Klassiker, wa? Nee, ich habe auch Heiligabend eher Big Bang Theory. Ja, das fand ich irgendwie interessant, weil Kevin allein zu Hause... Kennt man halt schon, ne? So, ja, ich bin Big Bang Theory. Obwohl es trotzdem immer wieder geil ist. Ja. Ich finde mich da auch in der Rolle wirklich... Ja. Ja, oder nicht? Oh Gott. Ein bisschen weit vorgelegen diesmal. Das gibt
Abstoß. Der Adler musste noch nicht wirklich eingreifen heute. Nee. Da haben wir ihm noch nicht die Flügel gestutzt. Nee, leider noch nicht, aber das wird ja vielleicht noch kommen. Vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon. Na, du bist ein Arschloch, du Defensivmann. Versuchen wir uns hier ein bisschen auszuspielen. Ich habe unten jetzt nicht Bardelli gelesen, sondern Balotelli. Hamburg hat sich Balotelli gekauft, kein Problem. Der City wollte den problemlos werden. Ja. Und da die in City keine Wuthöhle haben und der HSV schon. Ja, nee, vor allem, da City ja eh ein Scheichklub ist und das Geld gar nicht nötig hat. Ja, das sowieso nicht. Aber auch wegen des Pädagogischen. Achso. Wenn wir das beleuchten, ja, dann der HSV eine wichtige Wuthöhle. Dann kann er mal hin, wenn er wütend ist. Ja, finde ich. Bis er dann nicht mehr wütend ist, dann kann er aus der Wuthöhle wieder raus. Also gar nicht. Ja, genau. Der ist immer wütend, ja. Ach, das ist nicht gefährlich. Der Keeper auch nicht schlecht, ey. Springt, wenn der Ball schon ihm vorbei ist. Ja, das ist immerhin den guten Willenszeichen. Ja. Oder auch nicht, Fragezeichen. It's going to be dangerous. Das war cool. Attention, oder? Attention. Möter. Aber auch das funktioniert gerade nicht. Nee. Das sind diese ganzen Profifüße wieder hier am Berg. Und der HSV kommt durch. Nein. Unsere Defensive steht da ganz klasse. Na, da wollte ich gar nicht hochspielen. Der ist aber gut, der ist genial, der ist gut, der ist gut. Hallo, Foul. Junge. Schade. Da haben wir den Stand weggenommen. Einmal aus der Drehung. Ja, da habe ich ihn zu spät gekriegt. Du kriegst mich nicht. Hat sich Jay da auch gedacht? Gay Jay Day. La 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 la. Oh, da war der Pass auch wieder zu riskant. Da jetzt der HSV wieder im Strafraum. Da müssen wir dazwischen gehen. Und das haben Glück, Freistoß. Dass der A nicht reingeht und B gibt's Freistoß. Richtig. Und den gelben Karton für K. Millack. Da haben wir echt Glück gehabt. Hier sehen wir nochmal. Ach nee, gibt doch keinen Falsch. Es gab nur die nachträgliche gelbe Karte. Hat doch nochmal Glück gehabt. Ja, der HSV drängt ein bisschen. Wir sind noch nicht wirklich in der Partie. Das lief dann doch im letzten Spiel im Pokal gegen die SGE besser. Ja. Wer jetzt weiß, wer gemeint ist, der ist wirklich Fußballprofi. Der darf das noch auf Profi spielen. Ja, genau. Also dürfen wir das ja. Hätten wir auf Halbprofi gespielt, schon in der Frankfurt. Weil es ist halt nicht Profi leider. Ja. Erste. Aha, Hilfe. Oh oh. Den haben wir uns gut erlaufen. Aber Hamburg erinnert mich gerade ein wenig an uns im letzten Spiel. Schön drückend, aber noch nicht die Konsequenz in den Torabschlüssen. Das klang jetzt auch ganz klasse. Mhm. Ja, der Raphael fehlt. Der Raphael, ja. Der könnte natürlich diese Konsequenz dann reinbringen in das Spiel. Das ja, ich glaube, weil der Raphael hätte da schon das eine oder andere Ding gemacht. Ja, der ist auch wichtig für den HSV. Na scheiße, du sollst ja in die Lücke spielen und nicht direkt in die Füße. Der und Adler, das sind so die beiden Schlüsselspieler. Und natürlich die anderen 10 Spieler, die von Chelsea geholt wurden. Ja, jetzt fallen wir wieder über uns selber gerade ein bisschen. Ein bisschen tollpatschig. Ja, da ja, wir fliegen halt aufeinander, ne? Ja, richtig. So wie der Adler. Ja, aber bald hat sich's ausgeflogen, wenn wir erstmal die Flügel gestützt haben. Bei uns fehlt nicht die Konsequenz, bei uns fehlt erstmal ein Angriff. Daran scheitert sie ja schon. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Ist es richtig? Das ist richtig. Ja, das funktioniert so nicht gut, dass da noch der Körper im Wege war. Wieso denn immer so? Ich störe mein Nato. Faul. Was hat jetzt die Nato damit zu tun? Ja, die Nato ist schuld. So, die Kaiser Chiefs HSV trennen sich zur Halbzeit 0-0. Ja, da geht's halt jetzt zur Halbzeit in den Bienenstock. Ja, denke ich auch. Ich denke. Ach, das bin ich. Oh Gott. Ich finde.
Seitenwechsel auf Striker. Der weiter zu Camero. Was macht der denn jetzt Feines? Er spielt den Steilball, der nicht ankommt, aber er bleibt in Ballbesitz. Weiter zu Stevio. Timo Mable. Ah, bleibt hängen und der HSV wieder auf dem Weg nach vorne durch Jiratzek. Ja. Und Andrea Berg. Wann singt die denn noch nie so? Andrea. Das ist doch die, die der Dieter unter seine Fittiche genommen hat. Dieter? Der Dieter Bohl. Spieler aber mal gut weggehauen. Der hat die unter die Fittiche genommen? Ja, das ist jetzt, der hat sie genommen. Unter seine Fittiche. Was, die singt? Was singt die denn? Das ist doch auch so eine Schlagerfrau. Ja, ja, sicher, aber gibt es irgendeinen Song von dir? Da gibt bestimmt einen Song von dir. Dann singt die nicht. Ja, da ist Helene Fischer und so schon bekannter. Was ja, singt Helene Fischer eigentlich? Ach, da hätten überhaupt? Wir den Ball gehabt. Und dann diese doofe FIFA-Logik hier, dass wir übereinander her springen, über den Ball dann gleich mit und dann nochmal Gott die Hand schütteln. So springen wir manchmal. Das übertreibe ich ein bisschen. Falls das nicht aufgefallen sein sollte. Das war jetzt eine Klimax, ja. Guck mal, das weiß ich noch. Ja, siehst du. Wenn du schon nichts weißt, dann das. Ja. Nein! Ja, da boah, da haben wir jetzt aber krass kombiniert. Was pfeift der denn hier? Abseits. Und die gelbe Karte. Ja. Er hat jetzt diesen Angriff zurückgepfiffen. Das war kein Abseits, aber er hätte sonst sich nicht mehr gemerkt, dass der gelb bekommt. Ja, das war natürlich auch ein hartes Foul da. Ja. Ihrer Jack muss raus. Irrgott. Ach. Wir können eigentlich auch mal, ne? Ja. Ah, ein bisschen haben wir noch, oder? Okay, dann haben wir noch ein bisschen. Und sofort der HSV wieder im Ball. Ballbesitz. Aber wir haben den gehabt. Also den Ball. Ein guter Angriff würde uns erreichen, aber das war kein Foul, möchte er mir jetzt gerade sagen. Okay. 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 So, jetzt aber wir... Im Vorwärtsgang bekommen wir den Ball noch durch. Ja, nee, aber der pfeift. Foul. Was? Ja, gut. Primo Mable hier mit dem gelben Karton und im V-Spiel. Ja, das hätte ich natürlich ganz klar auch mit Gelb geahndet. Ich hätte gar nicht erst gepfiffen. Aber wir sehen uns das nochmal in der Wiederholung. Ja, da müssen wir reagieren, dass uns da keiner vom Platz fliegt. So viele Gelbe hatte wir auch noch nicht, ne? Nee, das ist auch ein bisschen übertrieben. Möchte ich fast sagen. Spekuliere dich nicht hier. Vielleicht der größte Unterschied zwischen Millack und Camero. Sie sich da unterhalten. Mhm. Was sagst du? Du bist so weit weg. So ungefähr. Ja, da läuft jetzt Striker. Über die linke Seite. Auf Newton, neu eingewechselt. Macht er was? Bringt er frischen Wind in die Mannschaft? Er flankt. Sieht das gut aus oder sieht das gut aus? Das gibt den Elfmeter. Das gibt Elfmeter. Ja, das ist ein Handspiel, ganz klar. Das muss die rote Karte für Aogo geben. Denkt sich Aogo auch. So, Pat, es hängt alles an dir. Sanchez. Und drin das Ding. 1:0, 65. Spielminute, Sanchez, eiskalt versenkt in der rechten unteren Ecke. Bam! Puh, bitch. Ach, keine Chance für den Keeper, hat die falsche Ecke genommen. Entschuldigung. Und schon sind wir unverdient, müssen wir ganz ehrlich so sagen, in Führung. Ja. Aber auch so verläuft manches Spiel, wenn der Schiedsrichter Wolfgang Stark ist. Komm, zurück an Absender hier. Dann bekommen sie noch! Ach, schade, ey. Ticken zu weit. Ja. War auch kurz im Überlegen, ob ich stehen bleibe, mich wegdrehe und noch einen Elfmeter provoziere, aber das funktioniert bei mir meistens leider nicht. Daher. Einfach rutschen. Richtig, einfach rutschen. So, das pfeift er nicht, das hätte ich jetzt gefiffen als Schiedsrichter, aber ist ja egal. Nein, er pfeift nur prinzipiell Handspiel. Und ahndet die damit Geld. Ja. Aus diesem Grund haben wir auch schon drei gelbe Karten. Kurz geblockt. Nee. Mal gucken, 20 Minuten müssen wir noch überstehen.
Ich glaube, das sieht gut aus. Da ist auch ein bisschen jetzt Luft verloren. Sind nicht mehr so konsequent in der atmen jetzt. Offensive. Ach. Na, schade. Ja, sehr gut. Komm. Ja! Durch die Lücke ging der Schieß. Ach, schade. Waren wieder 50 Milliarden Füße. Mhm. Jetzt sind es Füße, nicht mehr Beine. Nee, alles ist dazwischen, ne? Richtig, alles. Selbst Hände waren dazwischen. Ja. Hat er nur nie gesehen. Sonst ist es natürlich gelb gegeben. So, Adler. Ja, wurde er überwunden? Seine Flügel sind zu gestutzt, möchte ich fast sagen. Ja, trauen wir uns das? Das zu sagen? Puh. Ich will auf jeden Fall jetzt nochmal eng vor unserem... Was sag ich da? Sehr souverän unsere Defensive hier abgeklärt, abgebrüht, möchte ich fast sagen. Ja, wir riskieren da was. Das ist schon krass. Den haben wir auf jeden Fall überlistet. Torwart. Sehr gut. Weg. Sehr gut. Boah. Ah, ich habe mir keine Sorgen gemacht. Überhaupt auch nicht. Ja, jetzt hier nicht übermütig werden. Flanke in die Mitte. Es gibt Freistoß und natürlich die gelbe Karte. Ja, gelb zeigt er gerne. Diesmal für Stevio. Hier nochmal dieses Handspiel zu sehen, ganz klar und deutlich. Da haben wir es gesehen, da war das Handspiel gerade. Philipp Lahm kommt in die Partie. Das Opferlamm. Ja. Also kommt er nicht, er geht, Patrick. Also so viel Zeit muss auch tatsächlich sein. Ja, rein. Philipp Lahm wird ausgewechselt hier. Ja, weg mit dem. Gut. Jetzt vielleicht kontern, wenn es gelingt irgendwie, wenn irgendjemand mitzieht. Day ist unten. Ja. Oder nee, Day bist du. Ich bin Day, ja. Day ist schnell. Ja, es... Ah. Ich bin leider ein wenig zu langsam gewesen. Möter auf Striker. Stevio. Camero. Oben. Ja. Ah, Alter, wer den prallen lässt, weißt du? Richtig. Oh, da hat er ihn festgehalten. Sah auch etwas gefährlich aus. Musste dann den Hechtsprung tatsächlich fahren. Ich stelle mal kurz auf ausgeglichen, damit wir vielleicht nicht hinten ganz so die Lücken haben. Mhm. Ja, jetzt wird es natürlich gleich nochmal nachträglich gelb geben. Das ist krass, der Typ, ne? Von Kotzow. Der ist echt krass. Ja, der zeigt auf jeden Fall gerne mal eine Karte. Mhm. Den Namen müssen wir uns mal merken von dem Typen, dann wissen wir Bescheid. Hat er den nicht? Alter! Zweimal den Gegner noch umgenietet, ey, umgemäht. Aber das pfeift er natürlich nicht, das war kein Handspiel. Ja, Handspiel im Prinzip schon, aber keins, was man pfeifen darf. Ja. Er würde natürlich gerne pfeifen, weil er mag irgendwie Hände nicht. Und würde dafür auch gerne die gelbe Karte geben, aber wie gesagt... Laut Regelwerk darf der Torwart den Ball tatsächlich in die Hand nehmen, um euch das jetzt auch beizubringen. Ja. Für die Leute, die es nicht wussten. Ich weiß, es wird jetzt viele schockieren. Viele, die mal gelb gefordert. Ja, das war's. 1-0 knapp gewonnen. Bring den Satz nicht zu Ende. Macht nichts. Brauche ich auch nicht. Sanchez mit dem Tor. Durch den Elfmeter in der 65. Minute. Wir haben sie geschafft, die nächsten 3 Punkte. Es läuft irgendwie. Wären wir am Anfang nicht so mies gewesen, dann hätten wir vielleicht noch wenigstens ein bisschen Ausblick auf die internationalen Plätze gehabt. Hm. Lindner, klar, Tagesbeste, auch wenn er uns da ein wenig geschockt hat. Mhm. An manchen Stellen mag ich zu verhauten. Oder so. Ja, der berühmt-berüchtigte FIFA-Download-File da unten links auch, der gerne auch mal zu bis zu 5 Minuten downloadet. Ne, er zeigt nur an, mit EA Sports geht runter, den Bach runter. So, immer. Es geht den Berg hinab. Ja. So, HSV ist geschlagen, findet auch der Sercek Yilcik. Ich muss mit ihnen sprechen. Ich bin einer der fiktisch besten Spieler dieses Vereins, aber ich bekomme nicht genug Praxis, Alter. Das muss ich jetzt aber ändern oder ich schicke den Cousin an den Hals. Vielleicht dürfen wir jetzt ja ein Interview. Ja, vor dem Spiel gegen den BVB wäre das auch bitter nötig, denn wir müssen sie verunsichern, habe ich gehört. Aber dürfen wir nicht. Nee. Wir sind aber mittlerweile auf Platz 10. Es sind noch 6 Punkte, wenn ich es richtig gesehen habe, zum Euroleague-Platz. Jetzt dürfen wir mal tatsächlich das Interview führen. Was machen wir denn? Wir verunsichern den BVB. Mhm. Muhaha. Mentale Unsicherheit. Ja. Und Jürgen Klopp lässt das nicht auf sich sitzen.
wirft uns gleich eine Brandbombe ins Bürogebäude. Ah! Das hast du davon. Das ist extra nach Südafrika gereist, ne? In den Bienenstock. Bienen ja. mögen doch keinen Rauch, ne? Oder wie war das? Nee, richtig. Ja. Das ist clever von Ihnen. Ja, ganz klar. Ja, Leute, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Ciao.